Warum löst sich ein Zuckerwürfel in Tee auf? Die Antwort ist einfach, weil es wahrscheinlich ist, dass dies passiert. Ein Maß für die Wahrscheinlichkeit ist die Entropie. Und wir wollen die Entropie und die Wahrscheinlichkeit berechnen. Wir haben hier die Ausgangssubstanzen, ein Würfel Zucker Raumtemperatur und Tee 100 Gramm Wasser, 100 Grad Celsius. Wir wollen den Prozess des Auflösens in zwei Teile teilen. Zunächst mal gibt das Wasser Wärme ab an den Zucker. Die beiden Komponenten gleichen ihre Temperatur an. Und dann löst sich der Zucker im Wasser auf. Wir haben eine homogene Mischung. Wir wollen für diese beiden Teilprozesse jeweils die Änderung der Entropie ermitteln. Dazu brauchen wir neben den Anfangstemperaturen auch die Wärmekapazitäten der beiden Komponenten, die Volumina der beiden Komponenten und das Gesamtvolumen. Beim ersten Schritt, dem Temperaturangleich, erhalten wir für das Wasser eine Entropieabnahme von 0,8 Joule pro Kelvin, für den Zucker eine Entropiezunahme von 0,93 Joule pro Kelvin. Lokal hat die Entropie etwas abgenommen, nämlich im Wasser. Global hat die Entropie zugenommen. Das sagt der zweite Hauptsatz. Beim zweiten Teilprozess, dem Mischen, nimmt die Entropie von beiden Komponenten zu. Das Wasser erhöht seine Entropie um 0,8 Joule pro Kelvin durch die Verdünnung, der Zucker erhöht seine Entropie um 0,03 Joule pro Kelvin durch die Verdünnung. Insgesamt haben wir eine Entropieänderung des Universums, welches in dem Fall nur aus Zucker und Wasser besteht, um 1 Joule pro Kelvin. Der zweite Hauptsatz ist also erfüllt. Die Entropie kann nur zunehmen. Die Entropie ist mit der Wahrscheinlichkeit verknüpft über die bekannte Boltzmannsche Funktion, Delta S ist K mal ln Omega E durch Omega A, wobei Omega E und Omega A thermodynamischen Wahrscheinlichkeiten der End- und Anfangszustand sind. Um wie viel wahrscheinlicher ist denn nun der Endzustand im Vergleich zum Ausgangszustand? Wenn wir die Boltzmannsche Formel umstellen, erhalten wir die unvorstellbar große Zahl von 10 hoch 31 Trilliarden. Um diese Zahl ist der Endzustand wahrscheinlicher als der Anfangszustand. Kein Wunder, dass sich Zucker in Wasser auflöst.